Also ja, wenn wir das Kommandantenlager wollen, müssen wir auf jeden Fall hier an den Truppen vorbei. In dem Lager gibt es keine Hilfe. Da sind, ist jede Menge Briarwolf, Feuerkraft. Die Linien müssen halten. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin schon weg. Ja, den Weg. Gucken wir mal kurz hier oben rein. Das wird nämlich auch übrigens arg lustig werden, unsere Orks hier vorbeizukriegen. Die werden sicherlich von dem Turm hier beschossen werden. Naja, hier sind Feuerdrachlinge auf jeden Fall. Weiter drin sind noch mehr Feuerdrachtlinge und da sollte noch was Großes Böses drin sein, auf jeden Fall. Gut, wir selber können uns bei Blau frei bewegen. Nur bei Rot eben nicht. Okay, und bis auf den Ausgang im Süden scheinen wir auch hier relativ sicher zu sein. Das heißt, wir werden hier Feuerwerfer aufstellen müssen an der Stelle. Und erstmal diese Stelle hier angreifen. Außer es gibt jetzt hier unten auch noch einen Weg rum, dann greifen wir halt von unten an. Wobei der Angriff von oben sicher einfacher sein wird. Okay, erstmal den Seelenstein in Besitz nehmen. Damit Phalom und Rigor Mortis reden. Mann, ob es sich lohnt, das bisschen Fisch zu fischen, aber es gibt hier viel Jagdwild.
So, ja, welche Truppen gehen wir am besten bei den Orks? Willkommen in Farlons Heim. Von euresgleichen habe ich hier ja schon lange keinen mehr gesehen. Wir sind einfache Freihändler. Erwartet also nicht, dass wir an eurer Seite in eine Schlacht ziehen. Ich bin Farlon, der Besitzer dieses Handelshofes. Okay, bevor wir mit ihm reden... Nee, sicherheitshalber speichern. Willkommen zurück. Ich werde mich eine Zeit lang in euren Ländereien aufhalten müssen. Wenn ihr eure Runenkräfte dazu nutzt, die Bria-Wölfe von hier zu vertreiben, dann soll es uns recht sein. Selbst wenn ich Orks auf eurem Land beschwöre? Wir Freihändler sind immer neutral gewesen. Selbst die dunklen Völker begegnen uns mit Respekt. Ihr mögt beschwören, wen und was ihr wollt, solange ihr diesen Krieg beendet. Ich bin an Politik nicht interessiert. Ich versuche nur zu überleben. Man sagt, ihr besitzt einen besonderen Glassplitter? Ein Kunstwerk voller Schönheit und Schwermut. Ja, so etwas befand sich in meinem Besitz. Befand? Da war ein Magier, ein Kerl namens Mechlan. Er war wie besessen von diesem Splitter. Er hat gefeilscht, gedroht und uns am Ende seine Söldner auf den Hals gehetzt. Nur seinetwegen sterben hier täglich Dutzende durch die Schwerter der Bria-Wölfe. Ich beschloss, den Splitter von hier fortzubringen. Ich gab ihn Elwin, einer reisenden Elfin. Sie sollte den Unglücksbringer zu den Magiern nach Graufurt bringen. Doch sie kam nicht weit. Wir sahen, wie sie von den Söldnern verfolgt und aufgegriffen wurde. Man nahm sie gefangen und brachte sie ins Hauptlager der Bria-Wölfe. Was wisst ihr über Armun? Ich hätte mir denken können, dass ihr seinetwegen hier seid. Armun kam hierher, um bei uns Schutz zu suchen. Doch er blieb nicht lange. Er hatte einen dieser unseligen Splitter bei sich, dieser Narr. Irgendwer erzählte ihm, man könne mit der Macht dieses Splitters anderen seinen Willen aufzwingen. Armun war daraufhin wie verblendet. Er begann von Drachengold und Schätzen zu fantasieren. Der Drache im Norden. Hei, dieser Träumer. Fymir ist ein alter Diener Urams, noch aus den Zeiten des Krieges. Mit seinen zerfetzten Flügeln ist er gefangen in diesem Land. Könnte er noch fliegen, er würde alles niederbrennen. Armun glaubte, er könne diese Bestie bestehlen, einen Drachen bestehlen. Er ging nach Norden und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Mit wem treibt ihr Handel in dieser rauen Gegend? Seitdem das Portal nach Graufurt verschüttet wurde, ist unser Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen. Jetzt beliefern wir nur noch die Siedler dieser Region mit dem wenigen, was wir noch haben. Wasser ist unser wichtigstes Gut. Warum habt ihr nichts unternommen, um das Portal wieder frei zu bekommen? Oh, das haben wir seit euch dessen gewiss. Vor einiger Zeit schon sandten wir nach einem Zwerg, einem der großen Baumeister aus Windholme. Doch er hat unser Land nie erreicht. Vielleicht ist auch unser Bote den Untoten zum Opfer gefallen. Wer weiß das schon? Okay, Questbuch. Ja. Befreit Elwin aus dem Lager der Bria-Wölfe, bezwingt Fymir und nimmt den Splitter. Fymir hat Amuns Vorhaben durchschaut und der arme Dieb endete seitdem in Fymirs Rache. Nun ist der Drache im Besitz des Splitters. Elwin, die den Splitter des Herbstlichtes in Sicherheit bringen sollte, wurde von den Bria-Wölfen aufgegriffen. Sie wird im Lager der Söldner gefangen gehalten. Jo. Sehen wir Fymir mittlerweile da oben? Nein. Auch gut. Das wollte ich nicht. So. Also ja, wir können auch von unten her angreifen. Wir sollten so oder so erstmal die Lager, die hier unten sind, zerstören wahrscheinlich. So, was ist mit dir? Was hast du noch zu sagen? Verdammtes Land. Verdammte Hitze. Verdammte Schwachköpfe. Und was wollt ihr jetzt? Nur zu, macht einen schlechten Tag noch schlechter. Die Höflichkeit in diesem Land versetzt mich immer wieder aufs Neue in Erstaunen.
Ich werde euch eure Höflichkeit gleich in den Hals stopfen, wenn ihr nicht verschwindet. Was ist euer Problem? Problem? Kein Problem. Ich bin nur zur verflucht falschen Zeit am verflucht falschen Ort. Ich verfolgte einen Feind unserer Gilde, einen Dunkelelfen namens Tar. Aber dieser Bastard hat sich irgendwo in Mulandir verkrochen und ich hänge hier fest. Verdammtes Land! Wer ist dieser Tar? Er ist der wandelnde Tod, ein Mörder, ein Abtrünniger, der sich an keine Regeln hält. Deshalb fordert meine Gilde seinen Kopf. Okay, Tar. Ja. Rigor Mortis steckt in Fahlaums Heim fest und kann seinen Sohn nach dem Dekomant Tar nicht fortsetzen. Scheinbar ist Tar nach Mulandir geflohen. Tar soll sich in Mulandir aufhalten. Im Nordbereich der Stadt gibt es einige gute Verstecke. Haben wir schon erledigt. Gregor sollte den Kopf des Dunkelelfen als Beweis erhalten. Ja, findet den Schattenring und bringt ihn zu Castor gegen Graufurt. Den haben wir, den Schattenring, aber den werden wir jetzt nicht Rigor geben, weil wir das noch nicht wissen. Was ist jetzt? Ja. Tar ist tot. Ach ja, natürlich. Und ich bin ein Priester Aonirs. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mich hinters Licht führen. Hier ist sein Kopf. Glaubt ihr mir jetzt? Nors Auge. Tatsächlich. Der Schlechter ist hinab zum Seelenfluss gefahren. Gute Arbeit, Krieger. Ich erkenne an, dass ihr etwas taugt. Hier, nehmt das Kopfgeld. Ihr habt es euch verdient. So, damit haben wir Tar schon abgeschlossen. 50 Gold Kopfgeld erhalten. Nicht schlecht. So, das heißt, jetzt ist Ork-Zeit. Das ist die gute Frage. Kommen hier oben Speer entlang oder kommen sie nur von unten? Wohin? Schon dabei! So, dann haut ihr mal Holz weg. Ist Wahnsinn also. Da können wir gleich mal gucken. Schnitterzelt. Ja, Lydia-Rohstoffgebäude. Habe ich doch richtig gewusst noch. Starker Magier mit Leder, Schutz und einem Totenkopfzauberstab. Einfacher Magier mit einem einfachen Legerschutz und einem Totem. Aha. Einfacher Nahkämpfer mit eiserner beschlagener Räderrüstung und einem Speer. Mit einer schwachen Lederrüstung und einer Holzkeule. Also nein, ich glaube, wir nehmen lieber den hier. Und ja, sie kommen eher von Süden. Die, die von hier kommen, werden einfach in die Mangel genommen. Das ist gut. Ja. So, die Ork-Gebäude haben den Nutzen, dass sie recht klein sind, größtenteils. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Nahkampf ist besser. Nicht, dass er wieder wegrennt. Wir werden angegriffen!
So, du wirst gleich beschossen, oder? Ja.